Also die Entwicklung von den Discountern sehe ich natürlich auch sehr kritisch. Also wenn ich sehe, dass irgendwo ein Kotelett günstiger verkauft wird wie Hundefutter, was irgendwo zwei Regale weiter im Laden liegt, sehe ich es sehr dramatisch, ist der vollkommen falsche Weg. Ich habe die Ausbildung gemacht in Osnabrück und bin dann 5 Jahre auf Gesellenwanderschaft gegangen. Und in diesem Zeitraum habe ich meine Meisterprüfung und den Betriebswirt des Handwerks gemacht. Viel wird nur an Schlachten gedacht, sage ich mal, an in Anführungsstrichen Umgang mit den Tieren bei der Schlachtung, was da passiert. Und das ist ja nur ein ganz kleines Feld und wird in den meisten Fleischereien hier in Osnabrück gar nicht mehr ausgeübt. Das heißt, die Arbeit beginnt ab der Schweinehälfte oder ab dem Bullenviertel, dann wird hier zerlegt, wird zugeschnitten, es gibt die Edelteilstücke für die Geschäfte und es gibt die Zuschnitte, um die Wurst zu produzieren. Und dieses ganze handwerkliche Programm ist so, dass jeder Tag anders aussieht. Also der Trend, dass es immer mehr Vegetarier oder Veganer hier in Deutschland gibt, den nehmen wir natürlich wahr, das ist gar keine Frage. Aber es gibt natürlich auch einen Trend der Bevölkerung, die darauf bedacht sind, hochwertige und qualitativ vernünftig verarbeitete Lebensmittel zu kaufen. Also mein Sohn fragt mich das auch ab und zu, der Älteste. Und da sage ich dann immer, es ist so, der Mensch, wenn du dir deine Zähne anguckst, du hast vorne Schneidezähne und hinten hast du Mahlzähne. Das heißt, du bist ein Allesesser. Und wenn du dich gesund ernähren möchtest, dann solltest du ausgewogen von allem essen, was Mutter Natur dir gibt. Der Verbraucher hat die Entscheidung, er muss es über den Preis bestimmen und entweder nimmt er das gute Gewissen mit und kauft hier irgendwo in einem Fachgeschäft, wo wir wissen, dass wir aus der Region die Schweine beziehen und nicht irgendwo die Schweine vorher 800 Kilometer auf einem Transporter standen, bevor sie geschlachtet werden, sondern eben einen kurzen Transportweg haben, eine schonende Schlachtung, sprich Ruhezeiten vor Ort und dann man wirklich auch mit gutem Gewissen dieses Fleisch verzehren kann. Das wäre der Punkt, den ich als Kritik auch recht schwierig sehe mit der Massenware, aber wie gesagt, die Entscheidung liegt da beim Verbraucher. Ja, also der Ausbildungsmangel, der herrscht eigentlich komplett in jedem Handwerk. Ob nun Maler, Dachdecker, Friseure oder eben auch Fleischer. Wir alle stöhnen ein wenig, dass wir keine Leute mehr bekommen. Ja, vielleicht haben wir uns auch selber schlecht verkauft, muss man auch sagen. Früher war es so auf dem Bauernhof, da hat man mal eine Hausschlachtung gesehen, da wurde man Wurst gemacht. Aber es ist ja alles nicht mehr so gegeben. Es ist ja alles recht zentralisiert, die Leute sind einfach weit weg von unserem Beruf. Und da sind wir Fleischer auch ein bisschen selber schuld. Wir haben uns da ein bisschen zu sehr versteckt in unserem schönen Handwerk. Aber wie gesagt, durch die Wehrmaßnahmen des DFV, wir versuchen schon auch ein bisschen in die Offensive zu gehen und die Leute wieder für diesen Beruf zu interessieren.